Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem, ja, anscheinend neuen Mega-Opening. Das lag heute im Briefkasten vom lieben Eike. An der Stelle hier Grüße an den lieben Eike. Der hat uns schon öfter mal Dinge gespendet, einzelne Karten, ganze Sammlungen. Aber ich bin gerade platt, weil er hat mir nicht Bescheid gesagt, dass da was kommt. Meine Reaktion ist auch noch halbwegs frisch, sag ich mal. Ich habe das vorhin erst bekommen, so vor einer halben Stunde. Ich habe es auch schon aufgemacht, um zu checken, was da so drin ist. War ein Ordner. Ich habe ursprünglich nicht reingeguckt, weil ich aufs Video warten wollte. Allerdings ist mein erster Videoversuch in die Hose gegangen. Das heißt, so bis zur dritten oder vierten Seite habe ich schon in etwa gesehen, was drin ist. Und Leute, das ist ja übertrieben. Ich meine, klar, ihr werdet jetzt hier keine 80-Euro-Karten sehen. Aber allein was da drinnen ist, ja, ohne dass dafür jetzt irgendwas bezahlt wurde, das ist so krank. Ohne Witz, ihr werdet es gleich sehen. Ich mache den Ordner, da ist eine nackte Frau drauf. Um keinen Strike zu kriegen, mache ich den Ordner direkt mal hier out of cam quasi auf. So, hier die erste Seite fängt noch relativ harmlos an. Wir haben hier drei Pinguinsoldaten, zwei maskierte Bestien des Guardius. Das war eine Tactical Evolution Promo. Zwei große Shungun Shien aus Storm of Neos. Und hier, die beiden freuen mich ganz besonders. Das sind zwei Death Mosquito aus YDB1 Promokarten. Und von denen habe ich seltsamerweise nie besonders viele, weil die halt in Sammlungen kaum mit dabei sind. Ich kann euch auch mal hier einen zeigen. Die sind von den Zuständen her, tut immer so. Die sind von den Zuständen her einfach übertrieben nice, ja. Also auch auf den vier Seiten, wo ich bisher gesehen habe, das meiste ist halt einfach in einem hervorragenden Zustand. Ich bin gespannt, was uns noch den Rest des Ordners erwartet. Ich persönlich spekuliere ja jetzt eher auf den hinteren Teil des Ordners, weil den habe ich selber noch nicht gesehen. Na, und ich will da jetzt unbedingt hin, aber das heißt nicht, dass ich jetzt hier übertrieben hudeln werde. Wir werden uns den Ordner jetzt hier in aller Ruhe angucken. Auf jeden Fall richtig fett hier, gleich zweimal. Dann geht es hier weiter mit zweimal der Blizzard-Drache aus YDB. Ich glaube, der ging sogar ein Euro oder so, wenn ich mich nicht täusche. Da ging ein bisschen was. Ich glaube, ist sogar meine Lieblingspromo aus dem Set. Richtig geil. Auch beide wieder in einem Top-Zustand. Und Metallschütze auch aus demselben Set. Und hier richtig, richtig fett. Verlockende Königin in Ultimate Rare. Auch, ich meine, guckt euch mal den Zustand an. Der Zustand, der ist einfach übertrieben fett, ja. Das hier oben, das ist eher so Staub gewesen. Also hier, die ist niemand, die ist sogar mint, würde ich sagen. Die ist nicht mal mehr niemand, die ist wirklich wie frisch aus dem Booster. Ja, das ist einfach sowas von heftig. Und ich bin gerade richtig euphorisch quasi. Bei mir ist die Luft einfach raus, Leute. Ich bin richtig platt, ne. Hier aus NTR, Kreis der Magier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das für ein Set war. Hier, da sind wohl zwei Karten hinter. Einmal Flinker Sonnenbarsch. Die Karte war richtig viel wert mal, weil die spielstark war. Ich weiß nicht, wie es momentan aussieht, aber die lag, glaube ich, bei 7 Euro oder so. Und das ist noch ein Synchro-Fusionierer. Ich muss sagen, die Rares aus 5Ds, die haben wirklich noch so einen richtigen Oldschool-Touch gehabt. Und ja, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, Leute. Das ist, ich bin gerade so richtig, bam, richtig in die Fresse. Versteht ihr, was ich meine? Dann haben wir hier eben den Chitonian Imperator Drachen, den wir hier unten übrigens in Ultimate Rare haben, Leute. Den gucken wir uns auch nochmal gleich an. Hier ein Ultra Rare aus Tactical Evolution. Richtig geil, also richtig fett. Den Chitonian Imperator Drachen. Ich dachte früher mal, dass das mit dem Chaos-Imperator Drachen zu tun hatte, ist aber glaube ich gar nicht so. Dann haben wir hier, ich meine gut, okay, an dem Ordner selber ist ein bisschen umständlich, dass man immer hinten rausnehmen muss, aber schaut euch mal an, hier ein Licht- und Finsternis-Drache. Okay, die Karte ist glaube ich nicht viel wert, aber das ist eine Karte, die ist bei Sammlern extrem beliebt. Ich habe auch mal eine aus dem Retro-Pack gespendet bekommen. Gespendet, Leute, müsst ihr euch mal vorstellen. Aber die ist bei Sammlern sehr beliebt. Da gibt es auch noch eine moderne Karte, die ein bisschen optisch dran angelehnt ist. Und das ist dieser Zwergsterndrache, heißt der, glaube ich. Der ist auch so orangen-schwarz irgendwie so. Und allein auf der Seite hier, wirklich, ich muss hier fast jede Karte rausnehmen, weil es einfach so heftig ist. Zum Beispiel hier. Okay, der ist jetzt spanisch. Aber das ist ein ausgebildeter keltischer Wächter aus CT1. Auch in einem super Zustand, mega fett. Mega fett. Mega fett. What the heck. Kristallseher Ultra Rare, damals eine sauteure Karte gewesen, als das Set neu war. Dann eben hier Chitonian Imperator Drache nochmal. In
Ultimate. Ja, das ist einfach übertrieben fett. Digga, schau euch das mal an. Auch in dem Top-Zustand. Hier Dark Ruler Hades. Ja, auch in einem super Zustand. Aber gehen wir mal zur nächsten Seite. Hier unten nochmal zwei Dark Ruler Hades. Leute, was geht ab? Wow. Na, guckt euch mal die Zustände an. Die Karte, die ist fast makellos. Das ist einfach übertriebenst fett, ja. Und so geht das hier die ganze Zeit weiter. Das ist einfach hier nochmal eine diese Königin Level 7 hier, ne? Auch die absolut Top-Zustand, ja? Da findet ihr nichts. Das ist was heftig, Leute, heftig. Ich bin echt baff. Hier ein Jinzo aus PSV unlimitiert. Der ist zwar ziemlich abgeranzt, aber der lässt sich sicherlich noch verwerten. Hier nochmal ein Light and Darkness Dragon. Ring der Zerstörung. Soweit war ich, glaube ich, auch schon. Der war ein bisschen lädiert. Aber trotzdem, hallo, das ist ja nicht selbstverständlich, sowas. Das ist ja richtig krass. Ja? Oder hier ein Kartenkavallerist. Das ist zum Beispiel so eine Karte. 5Ds-Fans lieben diese Karte, zumindest die meisten. Ich bin ja mit Duel Monsters und GX aufgewachsen. Das ist für mich oldschool, auch wenn man sagen muss, 5Ds gehört mittlerweile einfach zum Retro. Man muss es einfach so sagen. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her, diese Zeit. Und diese Serie hat auch ihre Fans und im Nachhinein, wenn man dann mal Sexel und Dark 5 gesehen hat, muss man sagen, dass 5Ds doch noch im Verhältnis vor allen Dingen zu Sexel und so war es halt doch noch ein bisschen mehr oldschool. Und das ist so eine Karte, wenn ich mit 5Ds-Fans rede, zumindest mit denen, wo ich bisher geredet habe, beim Kartenkavallerist, da schlägt das Herz immer höher. Und ich kann es auch verstehen, ich finde Kartenkavallerist ist auch eine echt coole Karte. Und was haben wir neu? Ich weiß gar nicht, wo ich weitermachen soll. Hier oben vielleicht. Gravekeepers Kommandant in Ultimate Rare. Ja, schaut euch das an. Ja, der Zustand einfach mal Mint. Das ist... Sag mal, Eike, hast du irgendwie eine Sammlung bekommen und das ist der Ausschuss, den du nicht gebraucht hast? Oder was da los? Also das ist ja unmenschlich. Hier, Maximum 6, auch richtig geil aus. LODT. Was war denn LODT? Light of Destruction, bin mir nicht sicher. Ich glaube aber nicht. Auch hier Top Mint, ja. Der war übrigens auch in der 700-Euro-Sammlung in Ultimate dabei. Witzigerweise. Richtig geil. Oder hier, was ist das? Der ist aus GX3 maskierter Chopper. Maskierter Chopper. Puh. Was ist denn ein maskierter Chopper? Habe ich auch ein paar Mal, aber auch noch nicht so oft. Der ist... Oh. Der ist jetzt exzellent, würde ich sagen. Der hat hier so ein paar Kratzer. Hoppla. Da ist mir gerade die Hülle runtergefallen. Der hat hier so ein paar Ledierungen, aber sonst ist der auch in einem super Zustand. Top. Dann hier unten noch ein bisschen Hidden Arsenal Kram, Flammenwill und Wurm. Auch ein Dark Magician aus der Legendary Collection 1, mega fett, ein ledierter rotäugiger blauer Drache. Dann Teutonian Soldaten, Alti, niederträchtiger blauäugiger weißer Drache aus diesem Movie Pack, auch mega nice. 100-äugiger Drache, ich liebe die Karte. What the? Warte mal. Schaut euch mal das an. Ja, wie fett geht's denn? Ein Blue Eyes und so wie es aussieht, ist der Zustand. Guckt euch mal den Zustand an, Leute. Guckt euch mal den Zustand von der Karte an. Hey, wie krass geht's denn? Die ist ja in First, ne? First und Nirmin ist die Karte ja schon richtig viel wert. Ich glaube, da ging die, das letzte Mal, als ich geguckt habe, 40 Euro. Aber auch in Unlimitiert ging sie trotz der ganzen Reprints noch 4 oder 5 bis 6 Euro, glaube ich. Ich weiß nicht, wo der Preis jetzt steht, keine Ahnung. Dann haben wir hier noch zwei Stück aus SKE. Die sind jetzt, die sieht man jetzt ein bisschen häufiger, auch im guten Zustand. Aber den im guten sieht man fast nie. Hier, Light and Darkness Dragon. Nochmal ein Hades. Junge, was geht? So. Ich verfall ja wirklich selten in Assis-Lägen, ne? Aber mir fehlen die Worte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hier Schloss der dunklen Illusion aus MAD, das ist jetzt eine Kammel. Oder auch hier, die Karte finde ich auch mega cool. Die hole ich jetzt aber nicht raus. Kinka Bio, oder wie die ausgesprochen wird, aus The Duelist Genesis. Finde ich echt nice. Hier ein aufgegeben, das ist aber relativ ramponiert. Auch Hades sieht hier augenscheinlich wieder gut aus vom Zustand her. Ich schaue ihn mir mal aber an. Auch hier absolut, also ist einfach krass, muss man so sagen.
Jawohl, dann geht's hier direkt weiter. Schaut euch das mal an, Leute. Die werden doch nicht beide auch noch in einem guten Zustand sein. Leute, schaut euch das an. Wie fett ist das denn jetzt mal ehrlich? Junge, was geht denn ab? Die Zustände, Alter, das sind auf jeden Fall ein Fall für die Sammlung. Ja, kommt definitiv in die offizielle. Weil, hallo, das Ende von Anubis. Das ist eine Karte, die ist nicht besonders viel wert, ja. Aber die einfach mal so zu finden auch, das ist schwierig. Das ist echt schwierig, ja. Geil. Auch in Secret Rare First geht die kaum was. Warum auch immer, aber ich habe mal ein Thumbnail gemacht für die Mega Openings mit ihm vorne dran. Das wollte ich irgendwann mal als Matte drucken, weil ich fand, das sah so geil aus. Was haben wir noch? Monster Reborn, die ist ein bisschen abgeranzt, aber die lässt sich immer super verkaufen. Hier ein Dark Magician. Das ist übrigens mein Lieblingsartwork vom Dark Magician. Der in Secret Rare aus BPT ist nicht teuer. Der andere ist der teure, der in dem Shutter der Gyugi Artwork. Aber der in Secret aus BPT, aus dem Booster Pack Tin, der sieht so nice aus. Wirklich so nice. Richtig fett. Habe ich auch 7 oder 8 Stück von dem. Mega nice. Hier auch wieder Promo. Schweigsamer Magier Level 4. NTR, also auch da, wo dieser magische Kreis drin vorkam. Auch wie immer top vom Zustand her. Enemy Controller aus Dark Revolution. Der ist, glaube ich, so ein bisschen angehauen hier oben. Ja. Okay, Systemabsturz ist eine relativ wertvolle Rare, in Anführungszeichen. Hier richtig geil, guckt euch das mal an. Cyberfinsternis-Zacke. Ja, aus Cyber Dark Impact. Ich liebe dieses Cyberfinsternis-Zeug, wirklich. Ich liebe es. Ohne Witz. Anmutiger Würfel, der ist natürlich ziemlich lediert. Die in einem guten Zustand zu finden, ist echt schwer. Was haben wir hier? Nochmal ein Blue Eyes, aber der sieht jetzt ein bisschen lediert aus. Und nochmal ein Blue. Gut, der ist aber abgeranzt. Wenn der jetzt Mint gewesen wäre, ich schwöre, ich wäre in die Decke gegangen. Dann wäre aber aus gewesen. Dann wäre echt aus gewesen. Der hier ist jetzt auch unlimitiert. Das sieht aber auch ein bisschen abgeranzt aus. Ja, der ist auch ein bisschen beschädigt. Aber allein die einen drei, da ist er heftig. Auch hier ein Dark Magician aus dem Starter der Yugi. Die gibt es auch aus BPT in Secret. Die ist allerdings richtig teuer. Aber hier, guckt euch mal an. Ne? Der Zustand ist jetzt, der ist jetzt nicht mehr near Mint. Ja, der hat auch hier oben an den Ecken ein bisschen was, aber der ist trotzdem noch in einem Verhältnis guten Zustand. Ich meine, die gibt es normalerweise auch relativ selten in einem guten zu sehen. Bei denen ist es fast so wie beim Blue Eyes hier, Tactical Evolution Todeswache. Aber die gehört ja eigentlich zur Yugis Zeit. Ne? Die ist zwar in einem GX Booster rausgekommen, aber meines Wissens nach ist das Yugi-Karte so. Also nicht eine Yugi-Karte, sondern eine Karte aus der Zeit halt so. Dann haben wir Relinquished, ein 1000-äugiges Opfer, geht's noch, aus PSV. Die hat hier ein paar Knicke, die ist auch relativ lediert, aber sowas, vertauschen, verkaufen, ja. Da gibt's so viele, die das noch nehmen, auch noch in dem Zustand. Viele, die sich zum Beispiel was im Mint nicht leisten können oder denen es schlicht und ergreifend Wurst ist, welchen Zustand ihre Karte hat, solange man sie ja noch halbwegs angucken kann, was ja definitiv der Fall ist. Das ist, ich denke, hier kommt noch Luft dran. Ohne Witz, hier aus MFC Magician's Force. YZ Tank Dragon. Auch mega nice. Die ist natürlich auch beschädigt, aber das ist einfach fett, was hier für Karten drin sind. Jetzt mal ohne Witz. Maske des Überrestes, das ist jetzt was Gewöhnlicheres hier aus Tactical Evolutions, verdammtes Schamane. Habe ich hier irgendwas falsch reingehauen? Nochmal ein Blue Eyes, wieder First. Wahrscheinlich wieder ein bisschen schlechter vom Zustand her. Ja, natürlich. Trotzdem mega nice. Das ist, glaube ich, eine 6. Blue Eyes, der hier drin ist, oder? Kann das sein? Was haben wir noch aus Storm of Neos? Genverzerrter Kriegswolf, immer nice. Oder hier Gemini 11. Ist auch eine schöne Karte. Das ist jetzt hier. Die ist wieder in einem etwas besseren Zustand. Auch hier oben ein leichter Knick, aber sonst. Aus der Invasion of Chaos Special Edition muss der, glaube ich, gewesen sein. Mega nice. Hier auch Cyberfinsternis-Drache. Wieder so ein Cyberfinsternis. Ich liebe Cyberfinsternis-Sachen. Den gibt es auch aus dem Dual Terminal, da habe ich ihn noch nicht. Ah, der auch mega geil. Auch in Ultimate sieht der so fett aus, oder in Ultra. Hier unten nochmal ein 1000 Eyes Restrict. Die ist aber noch mehr abgekaut, wie man sieht. Da sind die Ecken schon komplett rund. Was haben wir noch?
Umhang und Dolch Ultimate. Einfach mal so. Und schaut euch mal den Zustand an. Die Karte ist natürlich wieder top. Ja. Alter, wie fett ist das denn? Hier unten Ruf der gejagten Ultra Rare PSV. Sieht aber auch. Ja, das hat auch seine Beschädigung, aber trotzdem sowas, ne? Immer geil sowas. Ich liebe Ruf der Gejagten in Ultra Rare. Das ist einfach die Rarität für die Karte. In Ultimate würde sie wahrscheinlich auch noch geil aussehen, aber da gibt es ja nicht. Gehirnbrecher aus GX3 finde ich auch, ist eine mega coole Karte, genauso wie Jagdeule oder Jägereule. Richtig nice. Was haben wir noch? Nochmal Metallschütze, Spiegelwand, PSV, mega nice, Testalos. First und super, ich muss es hier glatt mal gucken. Okay, der ist Darth Maul. Einmal in der Mitte durch. Genau, dann haben wir noch einen Explodierdrachen und einen Zauberjäger. Das sind wieder so Promos. Also hier sind ziemlich viele Promokarten drin. Das gefällt mir. Zauberschläger finde ich auch mega cool. Auch die ist jetzt wieder in einem super Zustand. Ja, vor allen Dingen die Promos, die sind hier wie aus dem Ei gepellt. Explodierdrache. Heftig. Boah. Ich brauche erstmal wieder so ein bisschen. Muss erstmal wieder so ein bisschen Luft kriegen hier. Hier ist jetzt eher so eine Low-Rare-Seite. Wir haben hier nochmal einen maskierten Chopper. Und hier einen trojanische Explosion. Oh, sehe ich das gerade richtig? Schicksalsheld Disc Commander. Das ist eine meiner Lieblingspromos. Disc Commander, ich finde ihn so geil, ohne Witz. Ich liebe diesen Schicksalshelden. Er sieht für einen Schicksalshelden komplett unüblich aus, aber ich finde ihn so cool. Ohne Witz. Was haben wir noch? Geburtsrecht in Super Rare. Nochmal Maske des Überrestes, Gehirnkontrolle noch zweimal in Super. Beide Male aber ein bisschen lädiert. Dann auch hier einfach nochmal random eine Ultimate. Wie ist die vom Zustand? Ja, klar, natürlich wieder top. Alter Vater. Ein Kartenhändler, der müsste Super Rare sein. Sieht vom Zustand aber auch noch sehr gut aus eigentlich. Ja. Einfach krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also, so, das war es eigentlich mit dem Ordner. Und auch mit der Folge. Ich gehe das hier nochmal schnell durch. Also, Eike, danke. Da kann ich dazu nichts sagen. Das ist allein schon diese ganzen Hades, die ganzen Blue Eyes, die ganzen Licht und Finsternis dran, die Promokarten. Das ist einfach so übertrieben geil, ohne Witz. Die ganzen Ultimates. Auch das Zeug, das lädiert ist, das man vielleicht anderweitig verwerten kann. Es ist einfach wow. Wow. Danke, lieber Eike. Wir werden uns auf jeden Fall nochmal sprechen. Ich habe dir ja gesagt, du kriegst von mir aus dem Tournament-Pack einen Ultra-Rare-Nadelwurm und einen japanischen schwarzglänzenden Soldaten-Gesandten des Anfangs in Ultimate Rare. Und da werden wir uns sicher nochmal irgendwas überlegen. Also das ist krass. Ja, wir sehen uns dann zum nächsten Mega-Unboxing, zum nächsten Mega-Opening. Das ist dann die Sendung für 700 Euro, die schon abgedreht wurde. Die wird in zwei Parts aufgesplittet. Einmal in den Coming-Part, da kommt das erstes, und einmal in den Holo-Part. Und wir werden uns dann eben zu gegebener Zeit sehen. Das wird im Laufe der nächsten Woche kommen. Davor nochmal eine krasse Folge Neuzugänge im Wert von 1300 Euro. Und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.